PDF-Dokumente sind bei unserer täglichen Arbeit inzwischen überall zu finden. Oft nutzen wir PDFs, um unseren Mitarbeitern Feedback zu geben. Ein gutes Kommentartool kann Ihnen hierbei viel Zeit sparen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit PDF Element Kommentare und Markierungen einfach hinzufügen können. Zunächst öffnen wir eine PDF-Datei. Wechseln Sie dann zum Kommentarmenü. Hier sehen Sie eine Reihe von Kommentarwerkzeugen. Ich werde nun etwas Text hervorheben, um die Aufmerksamkeit des Lesers darauf zu lenken. Klicken Sie auf das Hervorheben-Symbol und ziehen Sie es mit Hilfe des Cursors über den Text. Denselben Vorgang können Sie für das Unterstreichen, Durchstreichen oder für wellige Linien wiederholen. Nun möchte ich eine Haftnotiz hinzufügen, um meine Gedanken zu diesem Abschnitt zu hinterlassen. Ich klicke also auf das Notizsymbol und füge es an der Stelle hinzu, an der es erscheinen soll. Hier kann ich meine Gedanken eintippen. Wenn der Leser den Cursor auf die Notiz bewegt, erscheint der Inhalt. Durch einen Doppelklick kann die Ansicht erweitert werden. Nun möchte ich ein Textfeld nutzen, um meine Kommentare zu hinterlassen. Ich klicke jetzt auf das Textfeldsymbol und klicke hier, um das Textfeld hinzuzufügen. Ich tippe nun die Gedanken ein, die ich vermitteln möchte. Wenn Sie keinen sichtbaren Rahmen möchten, wählen Sie Schreibmaschine. Wenn Sie die Schriftgröße oder Schriftfarbe ändern möchten, rechtsklicken Sie auf das Textfeld und wählen Sie Eigenschaften. Nun werde ich ein paar Formen nutzen, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Abschnitte zu lenken. Rechtsklicken Sie auf eine Form. Sie können auch eine Haftnotiz hinzufügen. So einfach geht es. Damit kennen Sie nun verschiedene Möglichkeiten, Ihre PDF-Dokumente zu kommentieren. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um die Kommentarfunktionen von PDF Element sofort auszuprobieren. Wenn Ihnen diese Anleitung weitergeholfen hat, vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.